Moin Leute, hier ist wieder Drag Linus mit Let's Play Final Fantasy 13.2. Bericht über Gravitonkern Beta. Ein Gravitonkern wurde im Cocoon bei den Brecherruinen geortet. Deren Resonanzwellen weisen auf das Jahr JS5, 5 Jahre nach dem Fall von Cocoon hin. Es gibt keine Berichte über den Fund von Gravitonkernen bei den Ruinen, daher vermuten wir, dass der Kern an einem für Menschen schwer zugänglichen Ort liegen muss. Reise durch die Zeit und besorge den Gravitonkern Beta. Ein Gravitonkern wurde auf Grand Pulse in dem Dorf Urba geortet. Die Resonanzwellen weisen auf das Jahr 200 Jahre nach dem Fall von Cocoon hin. Zu der Zeit stand das Gebiet unter der Aufsicht der Akademie, aber vermutlich liegt der Kern an einem Platz, der für einen Menschen schwer zu erreichen ist. Reise durch die Zeiten besorge Gravitonkern Gamma. Überall waren wir schon. Ein Gravitonkern wurde im Yashas Massiv geortet. Die Resonanzwellen weisen auf das Jahr 100 nach dem Fall von Cocoon hin. Um den Kern zu bergen, müsst ihr zunächst ein Portal finden, das in diese Raumzeit führt. Unserer Analyse zufolge existiert so ein Portal in einer alternativen Akademie in einer Zeitperiode, die durch einen Paradoxeffekt verschollen ist. Reise durch die Zeit und besorge den Gravitonkern Y. Also ins andere Akademie. Ein Gravitonkern wurde auf... Warte mal, Akademie habe ich doch schon einen. Der wird wahrscheinlich auch gleich noch gezeigt. Ein Gravitonkern wurde auf Grand Pulse in dem Dorf Urba geortet schon wieder. Die Resonanzwellen weisen auf das Jahr 400 nach dem Fall von Cocoon hin. Also diese Zeit hier. Das ist fast in unserer Zeit. Aber ein starker Paradoxeffekt hat das gesamte Gebiet erfasst, weshalb unsere Forscher ihre Suche abbrechen mussten. Vielleicht gelangt ihr durch irgendein Portal in eine andere Zeit in die Nähe des Gravitonkerns. Reist durch die Zeiten, besorgt Gravitonkern Zeta. Ein Gravitonkern wurde in Cocoon im Auenwald Sunlet geortet. Die Resonanzwellen weisen auf das Jahr 400 nach dem Fall von Cocoon hin. Das ist fast in unserer Zeit, trotzdem konnten unsere Forscher das Objekt nicht bergen. Wir vermuten, dass Zeitanomalien den Zugang blockieren. Eventuell kann man durch eine Reihe von Zeitportalen zu den Gravitonkern gelangen. Reise durch die Zeit und besorge den Gravitonkern Eta. Change the future, but it still needs our help. I bet we can find that ore. They need a way to lift the new cocoon into the sky, and we can help them do it. Maybe that's why we've been brought here. Coupo! In Ordnung. Da würde ich sagen, reisen wir ohne weiteres durch die Zeit. Als erstes würde ich Neobodum vorschlagen, denn... Naja, dann räumen wir das Ganze von vorne nach hinten auf, würde ich sagen. Nicht hier. Tomo von Augusta hat irgendwas dazu bekommen, keine Ahnung. Vielleicht gibt es dort ein Zeitportal, das uns hilft. Mal sehen, was wir hier finden werden. Ich bin jedenfalls gespannt wie ein Flitzebogen. Das könnt ihr mir glauben, als wir durch das Zeitportal wieder mal nach Neobodum reisen. Und es wieder mal eine halbe Ewigkeit dauert. Aber das soll uns nicht stören, denn wir haben hier Drag Linus, der uns während der ganzen Zeitreiseperiodengeschichte die Ohren voll quasselt, auf dass dieses Let's Play gut wird. Ja, gut gefüllt mit Kommentaren, keine wenigen lauten Stellen, also keine oft lauten Stellen, keine lauten Stellen, am besten noch. Das Jahr 3 nach dem Fall von Cocoon. Sarahs Heimat, wo Godot, Yush, LeBro, Mackie und die anderen auf sie warten. Und dass ich mir die Namen merken kann, ist doch echt ein Wunder. Godot steht da auch gleich schon. Hallo, Godot. Hey, guys, you're back. Not that you've been away that long. A few hours ago, right? That's when we saw you off, but look at you now. You've changed somehow. Like you've gone through a lot in a short time. So Noah was telling the truth about time travel and all that jazz. Don't tell the townsfolk about it, though. Who knows how they'll react. You gotta be tired. Go home, get some rest. Gut, ein paar Stunden sind also erst vergangen, seitdem wir da weg sind. Whoops, das war ein Flugsprung. Wisst ihr, was ich nachgucken will? Da wäre ja irgendwo eine Truhe hier. Ja, das ist ein stetiges Problem. Warte mal, ich kam da so hin. Und die Truhe war hier auf dem Podest. Ich erinnere mich noch... Hier auf dem Podest. Ich erinnere mich noch genau. Nur ist hier jetzt gar nichts mehr.
Nein, da auf dem Podest, doch. Ist doch egal mit dem Kampf. So. Mog, kannst du bitte? Du bist zu weit weg. Nein, bist du gar nicht. Warte mal. Das ist ein Urartefakt. Nein, das war der Gravitonkern. Oh, genial. Los, zur nächsten Chronosphäre. Komm schon. Brescia-Ruin war es doch, oder? An einem schwer erreichbaren Ort. Ich guck gleich mal. Vielleicht kann uns ja das Foto noch einen Hinweis geben, einen genauen. Ein schwer erreichbarer Ort. Das heißt, irgendwas, was vielleicht sogar auf der Karte aufgegraut ist. Wir werden sehen. Oder irgendwas, was man nur mit einem Chocobo erreichen könnte. In 13.1 konnte man mit Chocobo an Orte springen, wo man normalerweise nicht hinkonnte. Und es gab dort solche Sprungzeichen, Flächen, wie wir es auch hier haben, nur halt in Gelb. Aber ich kann mich nicht erinnern, dass dort irgendwelche gewesen sein sollen. Ich bin mal gespannt, was das Ganze... Lass Mokri dir helfen. Wie? Jetzt oder wie? Hä? Leute, was ist mit euch los? Seid ihr... Ich glaube, sie sind verängstigt wegen Mog. Was denn? Also, es ist doch nur Mog. Kommt schon. Wir müssen hier raus. Raus ging's hier... Ja, dorthin zum Beispiel. Und wir haben gleich 1, 2, 3, 4, 5 Flächen, die wir untersuchen können. Lass Mog dir helfen. Dort. Ist dort auch der Gravitonkern? Ich würde dennoch die anderen Gebiete gerne untersuchen. Das linke, da können wir ja gar nicht hin, das linke. Also hier lang und weiter geht's. Oh Mann, wir sind hier seit den 20er Parts nicht mehr gewesen. Das ist schon einige Zeit her. Inzwischen haben wir ja schon dreimal so viele. Ach, ein Roboter. Tja, ich verfolge ja auch. Um jetzt mal nicht Werbung zu machen, aber trotzdem. Dennoch von Agner997, das letzte... Naja, der heißt jetzt Agner.tv durch den neuen Partner-Channel. Das Let's Play Final Fantasy 13.2. Er ist noch nicht so weit wie ich, weswegen ich auch spoilerlos angucken kann. Und vielleicht sogar ein paar Dinge entdecke, die mir so nicht aufgefallen sind. Zum Beispiel habe ich da entdeckt, dass dieser Roboter, den wir da eben zuletzt gesehen haben, ein Verteidiger ist, den man zähmen kann. Ich nehme jetzt mal vorsichtshalber einen Chocobo mit. Och, oh Gott, wir haben nur wenig Gesarkräuter. Auch weil es insgesamt vielleicht nicht schaden kann. Also wir haben da diese Fläche. Wo ich nicht unbedingt drauf kann. Und dann haben wir das da. Warte mal, da ist ein Item, oder? In der Tat, hier ist ein Item. Und wir kamen hier rüber. Hier konnten wir auch nicht hin, glaube ich, oder? Wir erhalten schon wieder 8 Speckstreifen. Und Mog hat etwas geortet. Ah, ich sehe es. Es ist ein Gravitonkern, ich sehe es doch. Gravitonkern Beta und 500 Kristallpunkte. Dennoch, dieses Lass Mog uns helfen. Ich sollte Gesarkräuter auf jeden Fall bei Chocolina aufpumpen. Aufpumpen. Also neue besorgen. Wäre auf jeden Fall besser. Gut, dann haben wir diese Quest also schon erfüllt. Wir haben jetzt 3 von 5 Gravitonkernen schon gesammelt. Ich hätte gedacht, dass es länger dauern würde. Warte mal. Ich höre hier ein Item. Ja, ich kann es fühlen und sehen. Es schiebt mich wahrscheinlich gleich weg. Ach nee, ich kann gar nicht dran. Okay, was haben wir da? Ein Analysatoren. Mensch, hätte ich das vorher gewusst? Ich höre noch eins. Hier oben nicht. Nein. Ich höre es doch ganz nah. Da oben? Mog, ob du... Ich kann dich gar nicht da hochwerfen. Komm ich da hoch? Gibt es eine Treppe? Ha. Da ist auf jeden Fall Chocolina. Das heißt, ich will hier sogar hin. Und ich höre da... Da ist noch ein Item.
Ja. Ja, genau. Ist ja auch egal. Raritäten Gisar-Kräuter. Wir haben einige Gills. Also würde ich sagen, hier 22. Das ist doch eine gute Anzahl. Wer weiß, wofür wir das Geld noch brauchen. So, also. Wir erreichen das hier. Wir erhalten... Da ist ja noch ein Item. 350 Gil. Da wir gerade so viel ausgegeben haben. Als kleinen Exchange-Bonus. So, Mog wird dorthin gehen. Von der Wald abprallen. Und hoffentlich das Item sichern. Sonst muss ich nochmal dahin gehen. So. Nicht? Ah, hier ist es. Wir erhalten einen Schwarzgurt. Jetzt bin ich endlich der perfekte Pokémon-Trainer. Ja, ich sehe schon, wofür ich Mogs Hilfe brauche. Warte mal. Ich sehe es nicht. Treffe ich es? Kann ich hier hoch? Nein. Ungefähr. Ja. Das sollte reichen. Da muss ich da hoch, schätze ich. Wir halten einen Zellenschlüssel. Zellenschlüssel? Das heißt, wenn wir den hier finden, müssen wir den irgendwo hier benutzen können, richtig? Vielleicht doch in einer anderen Zeit, wer weiß. Morg, du gehst hier hin. Du machst das schon mal, während ich weiterlaufe. Das ist Arbeitsteilung, so nennt sich das. Haben wir dort noch irgendwas? Wie viele Items es hier gab. Hier, eine Chocobo-Sprungfläche. Eine Chocobo-Sprungfläche? Das heißt, ich brauche hier gar nicht unbedingt Mox-Hilfe oder wie. Da ist noch was. Los, Mox. Mox. Arbeitsteilung. Ich höre es. Er aktiviert's. Es ist ein Kontra-Artefakt-Aufbruch. Das bedeutet die Patcher. Ja, echt? Deine Nerven? Regen? Hat es hier geregnet? Weiß ich gar nichts von. Hier ist die Basis von Alyssa und Hope. Die auch genauso aussieht wie die in Yashas Massiv, wenn ich mir so anmerken darf. Ich will wissen... Ach, hier ist sogar ein Item. Komme ich da gar nicht durch? Tür wurde entriegelt? Der Zellenschlüssel. Stimmt, hier waren noch unsere Gefängniszellen. 10 Antriebschips erhalten wir. Aber ich glaube, das war's dann auch schon wieder für einen Part Let's Play Final Fantasy 13.2. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wenn das heißt, sehen wir, was in der Zelle liegt. Bis dann.